Wer die Kontrolle über den Boost hat, hat die Kontrolle über das Spiel. Heute spielen wir gegen Maxander und dieser fängt hier an mit diesem merkwürdigen Scoop, der zum Glück nicht reingeht. 1,5 Minuten später steht es immer noch 0:0. Leider bekomme ich diesen Ball von der Corner nicht reingedrückt. Dann dachte ich, dieser Schuss wäre safe drinne, aber Maxander kam noch ran. Nach 3 Minuten Spielzeit war ich dann einmal komplett ohne Boost, misse dann auch noch die Pads und er kann den Ball dann irgendwie reinmachen. Nach dem anfolgenden Kickoff kann er dann den Ball kontrollieren und schiebt ein zum 2:0. Hier ist er dann endlich mal unkonzentriert und ich konter zum 2:1. Seine Konzentration ließ weiter nach. Ich hatte hier ein Open Net, verkacke es beinahe den reinzumachen, aber kriege ihn gerade noch so reingeschoben. Ich spürte seine Unsicherheit und setzte ihn unter Druck. Jedoch ließ er mich nach dem Kickoff ohne Boost und schoss den Ball in meinen Rücken. Und Rocket League wäre nicht Rocket League, wenn ein Kickoff kein Spiel entscheidet. Damit bin ich nur noch Liga 1 und dieses Spiel hat gezeigt,